So, willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ich habe mir mal die letzten Folgen nochmal angeguckt und habe gemerkt, dass der Sound ein bisschen zu laut ist. Daher werde ich die nochmal ein bisschen runterschrauben, aber auch nicht zu weit. Ich höre dich nicht. Vielleicht, wenn wir ein stärkeres Signal hätten. So, gut. Okay, dann machen wir mal Spiel fortsetzen. Wir sollen nämlich jetzt so einen Wrestler finden oder sowas. Irgendwie so. War da was. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Na, das dauert ja Uhrzeiten. Aha. Roseburn hat ein Büro bei Sea Berthold International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roseburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roseburn wirklich was mit dem Hot and Cold und dem Komplott gegen Kane zu tun hat, dann ist er wirklich kein großer Wegmann, sondern ein Kämpfer. So, ab. Ja, okay, ich denke mal hoch, oder? So weit, so gut. Ui. Alles klar. Hier hoch. Na. Ah, ich glaube, ich weiß. So. Das bringt mir jetzt was? Ach ja, okay. Kann ich hier hochspringen. So. Okay. Ich denke mal darüber. Denke ich mir jetzt einfach mal. Und das werde ich jetzt auch ausprobieren. So. Und dann hier rüber. War das knapp. So. So. Dann hier auf. Und dann... Ah. Ich verstehe. Okay, das war ein Flop. Probieren wir gleich nochmal. Das war zu weit. Kann ich nicht auch einfach so an die Stange springen? Nein. Okay, dann muss ich das wohl doch so machen. Okay, das war auch wieder blöd. So. Jetzt habe ich es. Okay, da ist das Haus. Uah! Uiuiui. Das war knapp. So. Okay, wie komme ich denn jetzt bloß hier rein? Das ist... Okay, das ist nicht mein Eingang. Ach so, hier ist ja eine rote Tür. So, okay.
gerade ein bisschen laggy, warum auch immer. Okay, hier muss ein Koffer versteckt sein. Gut, den habe ich dann jetzt hoch. Dann hier hoch. Rein oder was? Scheint so. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauch jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Hat also etwas gewusst? Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Ups. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Okay, und wohin? Ich weiß es nicht. Hier hoch, denke ich. Ja. So, bringt mir nicht viel. Also, oh Gott. Aber ich habe gerade etwas gesehen. Die hilft mir aber auch nicht weiter. Okay, dann hier hoch. Gott. Oha. Okay. Dann nochmal. Gib mir mal die Knarre hier. Nee, nicht Zeitlupe. Nicht Zeitlupe. Oh Mann. Aha, mit Y. Okay. So gut. So, okay, und jetzt hier rüber und dann in die Route rein.
weiter, du hast sie noch nicht abgeschüttelt. Öffnet diese Türe, jetzt! Oh Gott. Oh Gott, was tue ich denn hier? Scheiße, ich seh nix. So weit, so gut. Fahrstuhl. Scheiße. Jetzt. So, muss ich nach oben oder nach unten? Shit, haben Sie verloren. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Okay, also Richtung Kräne. Achso, ich hätte doch eigentlich auch das. Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. So. Okay, okay. Oh nein, was tue ich denn? Ui, verdammt.